geht es, und es war nicht anders zu erwarten, um Superman vs. Batman. Und ich muss offen und ehrlich zugeben, ich habe nicht besonders viel von dem Film erwartet. Was vor allen Dingen daran liegt, dass ich den Film Man of Steel, der vom selben Regisseur und auch der ein oder andere Drehbuchautor war damals schon dabei, nicht besonders beeindruckt war. Der Film ist ja jetzt endgültig die Eröffnung des Detective Comics Cinematic Universe, also DCCU. Ja, es geht natürlich, wie der Titel schon erwarten lässt, um Superman und Batman, aber es geht eben auch um Lex Luthor und Wonder Woman und Doomsday. Das ist alles insgesamt schon eine ganze Menge. Ich hatte gedacht, man hatte ja vorher schon gehört, es würde auch noch ein paar Gastauftritte von einigen anderen Charakteren geben, dass das alles noch schlimmer werden würde. Aber nein, es hielt sich in Grenzen. Diese Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Der Film war tatsächlich nicht unbedingt jetzt zwingend überladen. Wobei man ganz offen und ehrlich sagen muss, Lex Luthor war furchtbar als Charakter. Jesse Eisenberg war in diesem Fall leider meiner Einschätzung nach eine wirkliche Fehlbesetzung, beziehungsweise auch wie der Charakter geschrieben ist, funktioniert nicht besonders gut. Also ist die Frage, wie viel der gute Eisenberg überhaupt dazu kann. Denn einer der genialsten Köpfe des DC-Universums wird hier ein bisschen degradiert zu einem doch eher leicht verrückten Klamauk-Bösewicht oder irgendwie so. Das hat für mich leider nicht gut funktioniert. Und ähnlich ist es mit Wonder Woman. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Schauspielerin eine Fehlbesetzung ist, denn man sieht ja kaum was von ihr im Grunde. Zumindest nichts, wo sie jetzt wirklich essentiell schauspielern müsste. Aber sie hat für mich als Figur auch nicht besonders gut funktioniert. Weder von dem, was man von ihr sieht, noch von dem Kostüm vor allen Dingen, was dann doch ein bisschen sehr, sehr knapp und mit ein bisschen sehr, sehr hohen Schuhen war. Ich weiß, es gibt es in anderen Filmen auch, aber in dem Film hat es für mich bei ihr nicht gut funktioniert. Und damit kommen wir dann zu Doomsday, einer der weiteren Nebencharaktere. Der war völlig überflüssig in diesem Film im Grunde und nur dazu da, damit man am Ende nochmal einen großen Bösewicht hat. Das hat gar nicht funktioniert, war nicht mal irgendwie förderlich für den Plot, es war nicht wirklich spannend, es war einfach unpassend. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schade, denn ich fand die Grundidee, die am Anfang irgendwie eingebracht wurde, tatsächlich recht gut. Es geht darum, dass Superman verantwortlich gemacht wird und dass er nicht mehr ohne Aufsicht eigentlich agieren sollte, oder dass zumindest die Frage gestellt wird, ob er denn ohne Aufsicht agieren darf und sollte, ohne Regierungsaufsicht oder nicht. Und Batman wird dann, also Bruce Wayne, wird auch dargestellt als jemand, der sehr gelitten hat unter dieser großen Schlacht zwischen Zod und Superman in Man of Steel. Also auch da gibt es eine begründete Intention von Batman, warum er denn etwas gegen Superman hat. Und das ist ein interessanter Ansatz gewesen. Bei dem Film verliert sich das ziemlich schnell. Wie gesagt, am Anfang funktioniert es gut, doch umso länger der Film geht, umso mehr hat man das Gefühl, dass es ein bisschen dahingezweckt wurde, wenn man das so sagen kann. Also, dass es eigentlich forciert ist im Grunde und dass es nicht wirklich eine durchdachte Storyline hat mit einer sehr durchdachten Auflösung. Nein, gar nicht, sondern das Gegenteil. Gerade die Auflösung fand ich dann sehr unspektakulär und ein bisschen, ja, fast an den Haaren herbeigezogen schon. Und das gilt für den gesamten Film. Umso länger der Film dauert, und er dauert ein bisschen zu lange nach meinem Empfinden, umso weniger interessant ist es tatsächlich. Gerade die allerletzten Szenen mit Doomsday, wie gesagt, sind einfach überhaupt nicht. Man ist nicht, ich zumindest, war kein Stück investiert in keinen der Charaktere. Keiner hatte für mich irgendwie wirklich eine Bedeutung, als dass ich Angst um ihn gehabt hätte oder was ähnliches. Es war einfach langweilig. Es gab keine emotionale Bindung. Natürlich muss man ganz offen und ehrlich sagen, die Action ist nicht schlecht, aber tatsächlich fand ich die Action nicht so beeindruckend wie zum Beispiel bei Man of Steel. Es ist immer noch groß, riesig, riesige Explosion, aber ich fand es noch weniger sinnvoll eingesetzt. Es war also noch zweckmäßiger einfach darauf ausgelegt, jetzt irgendwas explodieren zu lassen. Also es gab keine Szenen wie bei Man of Steel teilweise noch, wo man gedacht hat, wow, das habe ich zum ersten Mal gesehen in so einer großen Kulisse und in einem solchen Ausmaß vor allen Dingen.
Zusätzlich kommt noch dazu, für Leute, die sich bei dem Zack Snyder Film schon darüber aufgeregt haben, dass Superman eben ohne Ende Menschen umbringt im Prinzip oder als Kollateralschaden zulässt, Batman tötet mit Sicherheit auch in ein paar Szenen hier Menschen, denke ich zumindest. Aber jeder, der damit schon bei Man of Steel ein Problem hat, wird das Problem hier wieder haben. In diesem Sinne möchte ich dann jetzt auch zur Wertung kommen und wie gesagt, es fällt mir schwer und es tut mir leid für alle, die Zack Snyder sehr, sehr gerne mögen, aber der Film kriegt von mir nur 4,5 Punkte. Warum? Naja, das liegt wie gesagt daran, er hat mich einfach überhaupt nicht mitgerissen. Es war ein riesiges Actiongewitter, das aber für mich keinerlei emotionale Bindung hatte. In diesem Sinne kann ich also allen empfehlen, die den Man of Steel Film gut fanden, auch diesen Film zu sehen. Ich denke, die meisten werden diesen Film dann auch gut finden. Für alle, die Man of Steel schon eher so fanden, den empfehle ich doch lieber. Lest einfach das schöne Comic. Das ist ein Zeitvertreib, der irgendwie vielleicht ein bisschen schöner ist, denke ich, und von dem man ein bisschen mehr hat. Ist ein sehr gutes Comic. Es heißt The Dark Knight Returns. Oder aber auch, es gibt eine schöne Animationsverfilmung davon, die auch sehr, sehr gut ist. Beides kann ich empfehlen in diesem Fall. Macht die ganze Geschichte Batman vs. Superman für mich ein bisschen besser. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr denkt. Was haltet ihr denn davon? Fandet ihr den Film großartig und war total fasziniert und sagt, die Action war der Hammer? Oder seht ihr es eher so wie ich? Würde mich sehr interessieren. Und natürlich nicht zu vergessen, wenn euch unsere Kritiken gefallen, dann liked und subscribe und teilt uns auch bei Facebook und bei Twitter. Auch das hilft uns weiter. Und dann wünsche ich euch natürlich ein schönes Kinowochenende. Schaut euch den Film im Kino an oder wie gesagt, bleibt zu Hause und schaut euch den animierten Film an oder lest das Comic, ganz wie ihr lustig seid. Ich wünsche euch in jedem Fall viel Spaß dabei. Macht es gut.